So, los geht's. Cloud9 gegen CLG. Wir sehen den Vladimir-Bann als erstes. Gilt ja gemeinhin als OP-Pick auch Ryze. Daran dürfte sich also nichts ändern. CLG natürlich jetzt sowieso den Nachteil auf der Red-Side. Muss man theoretisch mehr Champions bannen, weil Cloud9 First-Pick hat. Vorhin hatten wir die Nidalee komplett ignoriert. Gut möglich, dass das dann wieder der Fall ist. Da bin ich mal gespannt. Wir sehen den Kindred-Bann. Ja, was sollte man jetzt noch bannen? Also, wow. Okay. CG bannt Bart, aber es ist auch Bunny Fufu ist auch gar nicht. Warum haben die jetzt Smoothie eingewechselt eigentlich und Bunny Fufu raus? Fällt mir jetzt erst auf. Alles klar. Gut, dann brauchst du natürlich keinen Thresh-Bann. Es gibt natürlich Sinn, wenn man seinen anderen Support auch nochmal Spielpraxis geben möchte. Aber muss man das gegen ein Team wie CLG tun, ist die Frage. Sehen den Varus-Bann. Gerade nach so einem starken Spiel, hätte ich ehrlich gesagt gesagt, lasst Bunny Fufu drin und nimmt das 2-0 mit. Ich meine, vielleicht haben sie sich da im Vorfeld festgelegt und wollten das dann nicht mehr ändern, weil es halt, ne, nach dem Motto versprochen ist versprochen und wird auch nicht mehr gebrochen, aber ja. Es lag sicherlich nicht an der Leistung von Bunny Fufu, dass man hier gewechselt hat. Wir sehen wieder Rek'Sai, First Pick und Nidalee ignoriert. Was interessant ist. Diesmal Rek'Sai für Cloud9. Also hier wird Rek'Sai offensichtlich höher geratet als Nidalee. Es ist interessant, dass man hier offensichtlich ähnlich die Champions präferiert. Trundle und Sivir. Es ergibt sogar Sinn, Trundle und Sivir gleichzeitig zu picken, weil Trundle gut gegen Sivir ist. Oder generell gegen Sivir kommst. Mit dem Pillar. Aber es ist interessant, dass man jetzt wirklich quasi so ein bisschen die Champions tauscht. Was pickt man jetzt dagegen? Ja, man könnte wieder eine Ashe picken, theoretisch. Das ginge. Maokai Nami. Generell natürlich ist ein Trundle ganz gut gegen einen Maokai. Man nimmt einen Fizz. Und das ist ein Flex-Pick und Nami. Es könnte theoretisch auch ein Fizz Midlane sein, aber ich gehe davon aus, dass es ein Toplane-Fizz ist. In der aktuellen Meta einfach ein bisschen besser. Was nimmt man jetzt als Antwort? Natürlich sollte man jetzt einen Supporter picken. Man weiß, der Gegner hat Nami. Es wird also auf jeden Fall eine Botlane sein, die reindrückt. Man könnte im Prinzip nur Soraka auch nehmen. Man könnte... Ja, theoretisch kannst du auch Jenna nehmen. Karma ginge auch. Ja, Soraka wird's. Habe ich ja gesagt. Soraka und Gragas für Smitty. Also im Prinzip Rek'Sai Gragas, das ist wieder das, worauf es momentan hinausläuft bei den Junglern. Und dadurch
hat man sich selbstverständlich den Midlane-Pick wieder aufgehoben. Aber das war klar. Cloud9, man könnte jetzt wieder einen Azir für Jensen picken. Der, ja, wobei kann man nicht, der ist ja gebannt. Man könnte einen Viktor picken. Generell schätze ich Jensen auch stärker ein als Hui, als Einzelperson. Und vor allem die Frage des AD Carries ist noch nicht geklärt jetzt. Die Botlane steht mit Soraka, Sivir. Ah, Caitlyn wäre richtig gut. Nami Caitlyn wäre richtig, richtig eklig. Also ich gehe davon aus, dass man dann wieder, dass man wirklich Lane swappen möchte. Wobei Soraka ist natürlich jetzt auch nicht so das Musterbeispiel dafür. Aber man nimmt einen Viktor auf der Midlane. Das Prioritätspick. War klar. Doch was jetzt dagegen? Und da wäre eine Anivia wieder gut gegen, aber... Na wobei, Quatsch. Was will man hier mit einer Anivia? Das Ding ist, Viktor ist einfach ein sehr, sehr sicherer Pick. Vor allem, seitdem er wieder in der Meta drin ist. Man nimmt einen Lissandra. Und zwingt damit eigentlich bei Viktor die Läuterung. Hat auf jeden Fall einen Teleport-Vorteil mit drin. Also er sollte es gleich mal ändern. Generell, starke Synergie natürlich auch wieder mit der Sivir. Man hat einen bärenstarken Engage dadurch, also mit Sivir und Lissandra. Wobei Lissandra auch eher so ein sekundärer Engage ist. Aber es sollte passen. Ich bin auf den Fizz vor allem gespannt. Also der Fizz, man legt so ein bisschen darauf an zu snowballen auch in der Hinsicht. Ja, und damit stehen die Teams. Cloud9 gegen CLG. Cloud9 führt mit 1:0 und die würden oder hätten natürlich nichts gegen den 2:0. Weiß nicht, wie es bei euch ausschaut. Seid ihr fit? Seid ihr wach? Seid ihr da? Seid ihr am Start? Ich freue mich persönlich natürlich sehr auf diese Begegnung, in die wir jetzt auch sofort reinspringen werden. Ich gehe mal davon aus, dass er noch die Läuterung mitgenommen hat. Kann mir nicht vorstellen, dass er es nicht getan hat. Haben sie irgendwie immer beim Szene umschalten? Ja, da ist die Läuterung auch. Ja, los geht's. Cloud9 gegen CLG. Spiel Nummer 2 dieser beiden Teams. Ich sollte jetzt ins Bett gehen. Ja, mein Gott, ihr habt doch die beste Ausrede der Welt. Ihr sagt einfach, ihr wart Fußball gucken. Und seid deswegen müde. Ja, ist doch super heute. Na, da geht's auch schon früh in die Verfolgungsjagden, muss ich sagen. Sollte hier allerdings keine Aussicht haben, den Fisch irgendwie zu bekommen. Aber es geht natürlich früh auf diese Wards zu stellen. Und ich kann mir vorstellen, dass Dixie diese Lane einfach nicht spielen möchte gegen Sneaky und Smoothie. Weil Nami Caitlyn ist schon echt eklig. Minions have spawned. Na, sie entscheiden sich dann dagegen, nach oben zu rotieren. Und werden jetzt mit der Grom starten. Ja, Sneaky und Smoothie ähnlich werden mit dem Crux starten, also beide mit dem Jungle-Start quasi.
Hat ja auch Sneaky tanken lassen, weil Smoothie da einfach heilen kann. Das ist natürlich der Vorteil einer Nami. Also Raka fällt sich das ein bisschen anders. Ja, und so hatten beide jetzt auch das schnelle Level 2 natürlich. Wäre aber für die Supporter natürlich genauso wichtig. Gerade für Soraka, sonst hat sie die Heilung nicht. Hat mit dem Q angefangen. Generell nicht unüblich, dass du als Soraka momentan mit dem Q anfängst. So, und gleichzeitig Impact gegen Darshan. Das Ding ist natürlich, gerade gegen einen Fizz zu spielen als Trundle macht dir große Probleme. Weil gerade Fizz, der noch diesen Damage drüber hat mit dem fehlenden Leben, also im Prinzip ja prozentualen Schaden hat gegen dich, gleichzeitig auch kein Champion ist, der unglaublich viele Resistenzen aufbaut, sodass sein Ultimate so ein Stück weit ins Leere läuft und über sehr viel Mobilität verfügt, also das heißt auch getrost deinen Pillar ignorieren kann mit seinem Playful Trickster. Das alles macht natürlich den Fizz zu einem starken Pick gegen den Trundle. Mal ruhig mal mit dem Laser durch. Hat natürlich jetzt dann noch kein verstärkendes Item, nennen wir es einfach mal so. Beziehungsweise seinen Laser noch nicht upgraden können. War natürlich auch noch nicht Base. Hui hat seinen Teleport genutzt. Und jetzt kommt Meteors. Von daher natürlich ein super Timing. Oh, stark. Dieser eingeflashte Knock-up. Hui damit tot. Das war's. First Platz. Richtig stark von Meteors. Wahnsinn. Das war richtig gut. Hat die Kralle unterbrochen damit, beziehungsweise dafür gesorgt, dass Hui seine Kralle nicht auslösen konnte. Super Timing. Und damit das First Blood. Und vor allem, besonders bitter, Hui hatte in dem Moment ja schon seinen Teleport genutzt. So, Impact jetzt gegen Darshan. Da kommt der Flash. Das ist Weltklasse, die Kralle. Und da kam der Knock-up, dann läuft die gerade aus. Also vom Timing super bitter für Hui. Und dann einfach das First Blood noch in der Gravitationsfalle. Deswegen der Kill ungefährdet, weswegen Jensen halt einfach nur zu lang musste. Für ihn super. Hatte ein schönes Timing, dann Base zu gehen, einzukaufen. Vor allem mit dem First Blood Gold, während Hui seinen Teleport ja schon benutzt hatte. Und von daher auch entsprechend verloren hat an Vasallen. Wir hatten vorhin schon durchgesprochen, also in der Theorie ist natürlich ein Fizz ein starker Pick, in der Praxis braucht halt aber trotzdem erstmal ein bisschen, um warm zu laufen. Hat sich hier direkt auch die Stoffrüstung geholt, sind das dunkle Siegel, was besonders gut synergiert noch mit dem verderbten Trank. Diesmal ist Smitty da, der zum Gank kommen möchte. Wir haben noch kein Level 6 bei den Spielern, Flash ist eben auch schon raus. Man sieht aber auch gerade diese Trundle-Passive und dann... Ja gut, hier muss er einfach den Playful Trickster ziehen und ist safe. Die Trundle-Passive auf der einen Seite natürlich und genauso auch das Grasp, also die Mastery, die dafür sorgen, dass er da einfach gut steht. Ja, was vorhin die Hooks waren, bei Smoothie die Bubble, allerdings hier nicht so, dass man sie groß nutzen kann, momentan vom Follow-up her. Ja, die Folge ist Cloud9 in Führung, vor allem auf der Midlane jetzt. Dieser Gank hat halt sehr, sehr gut getan. Victor schon das Level 6 erreicht. Normalerweise sind es eigentlich diese Ganks, die du mit einer Lissandra halt machen möchtest. Ab Level 6 mit der Ultimate, aber hier ist halt noch kein Level 6 mit dem Laser. Geht's rein! Oh! Und dann Smitty zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Jensen etwas zu aggressiv, es reicht nicht. Durch das Level-Up ist Hui safe. Er wäre gestorben, wenn er Level 5 geblieben wäre.
Bitter, hier hat man jetzt einiges an Vorsprung verspielt. Meteos lauert hier auf Smitty, kann aber auch... Naja, ich meine, was wollen die da machen? Vom Duell her sich da eben gegenseitig lange den Bauch kraulen. Naja, gut, mit der Bubble sieht das natürlich anders aus. Smitty kriegt hier gut einen drauf. Aber Afromoter, Tütata, das Taxi, das ist da. Hat einen Zünden auf sich und mit dem Heal reicht es dann, um ihn zu retten. Ah, da kann er sich bei Afromo bedanken. Oder Afromo wäre da tot gewesen. Aber hier, das ist er zu gierig. Er sieht eigentlich Gragas. Hui kommt da, friert ihn fest. Ja, und dann reicht es halt vom Damage her nicht. Ah, Meteos mit der Ultimate kommt dazu. Schöner Knock-up. Ulti allerdings auf ihn und mit der Kralle bist du halt safe. Ziel sollte natürlich immer die Soraka sein. Generell erstaunlich mobile Soraka, muss man sagen. Soraka ist ja der Supporter, der statistisch von allen am wenigsten roamen geht. Liegt natürlich an dem Design des Supporters von der Natur her. Auf jeden Fall einige knappe Entscheidungen bisher hier. Ja, trotzdem noch Jensen. Gutes Stück vor Hui. Vor allem natürlich mit dem Laser einfach den Wave Clear schlecht in. Ja, Toplane läuft nicht ganz so rund. Da willst du eigentlich den Fist snowballen lassen. Da schon mit dem vampirischen Zepter einfach noch mehr Lifesteal, beziehungsweise noch mehr Sustain damit auch mit drin. Ist hier wirklich oft im Top-Jungle unterwegs, vor allem im gegnerischen Top-Jungle. Liegt allerdings auch daran, dass Darshan, oder weil Darshan die Lane immer so stark voranbringt, Hui hier kurzzeitig festgehalten. Verliert er das Duell gegen Jensen, der die Ultimate sogar noch nutzen hat können. Halbe Leben schon weg, dabei Teleport gerade genutzt, Ultimate auch raus. Wäre natürlich ein super Timing jetzt für den Gank gleich nochmal. Afromo, du darfst als Soraka unter keinen Umständen in die Falle rein. Sonst hast du sofort den Kopfstoß gegen dich jetzt aufgepasst. Sneaky hat die Ultimate. Und das sollte reichen. Ah, nutzt sie nicht. Ich habe eigentlich gedacht, da kommt nochmal die Ultimate hinterher. Eigentlich dann auf Afromo wahrscheinlich. Gegen Sivir wäre... Wobei man sagen muss, gut, dass er sie eigentlich nicht gezogen hat. Styx hatte, hatte glaube ich, noch Spellshield ab und hätte sich dann davor stellen können. Das ist halt der Vorteil noch an der Sivir mit dem Spellshield. Oh. Kopfstoß immer. Oder Kopfschuss, nicht Kopfstoß, sorry. Man sieht bei Jensen natürlich in der Mana-Leiste, wie wichtig dieser Blue Buff jetzt für ihn ist. Oh, ihn natürlich auch, ihn nicht. Auch beide werden auf dem Höllenzepter gehen, davon ist auszugehen. Ja, nutzt hier die Kralle offensiv, um die Wave schnell zu clearen. Das hat Jensen auch getan, von daher besser Zeitpunkt, um Base zu gehen. Direkt ausnutzen. Hexcore hoch upgraden. Immer das Erste, was ein Victor macht. In allermeisten Fällen. Na, davon abgesehen, ein etwas langsameres Spiel, als wir es vorhin gesehen haben. Vor allem die Top-Lane läuft dann nicht ganz so rund, wie Cloud9 sich das möglicherweise vorgestellt hat. Darshan ist aber auch ein extrem starker Top-Laner. Was wir Woche für Woche immer wieder merken. Na, da hat er auch wenig Support bisher bekommen von Meteos. Zrexa ist da sowieso etwas farmorientierter als so manch anderer Jungler.
Aber hier jetzt. Jensen, der geht da immer wieder in die Trades mit Hui rein. Ja, und die Ultimate hat er halt sogar noch. Man rotiert jetzt da hoch. Jensen kommt mit. Gleich eh den Vorteil hier. Muss trotzdem auf die Lissandra Ultimate immer wieder aufpassen. Trotzdem sehe ich Cloud9 im 3 gegen 3 da stärker. Vorausgesetzt halt, Jensen kommt vernünftig ins 3 gegen 3, was eben nicht der Fall gewesen ist. Oder Fall gewesen wäre, wohlgemerkt. Durch den Soraka-Pick hat man natürlich eine ziemlich sichere Lane. Moment, man dieser Nami Caitlyn Lane ganz gut aus dem Weg geht. Also Soraka macht natürlich aus jeder Lane eine sichere Lane. Wenn der AD Carry nicht YOLO geht. Ah, da ist schon gerade nochmal Base gewesen. Tiamat und Spitzhacke für ihn. Impact sollte gleich auch nochmal Base gehen. Der trägt erstmal die Lane nochmal raus. Steht da entsprechend jetzt itemtechnisch schlechter da. Schlechter Zeitpunkt auch hier. Direkt Läuterung genutzt von Jensen. Also überlegt da gar nicht lang. Smitty auch in der Nähe. Laser nochmal raus. Schade um die Wards, aber hey. Besser als hier zu verrecken. Auch in Anführungsstrichen nur einen Summoner gezogen. Wobei du die Läuterung auch sehr schnell wieder da hast. Also sie hat ihn nicht den größten Cooldown. Dennoch muss er jetzt ein bisschen defensiver stehen, weil die Ultimate, die ist schneller wieder da. Das haben wir im letzten Spiel schon gesehen. Wie sowas funktionieren kann. Apropos funktionieren. Da weiß Impact, dass er gerade nicht viel machen kann, um diesen Turm zu retten. Auch weil Smitty da oben lauert. Also der Fokus von CLG ist ganz klar auf der Top-Lane. Auf keinen Fall diesen Fizz snowballen lassen. Darschen durchpushen lassen, damit das noch einfacher hat. Der ist auch ein gutes Stück vor Impact momentan. Und den Turm, wie gesagt, den musstest du aufgeben. Hatte da den Ward stehen und gesehen, dass Smitty halt da war und man nicht am Turm hat kämpfen können. Zu gefährlich der Dive dann mit dem Fass. Auch für den Fizz. War im Prinzip dadurch auch eine Teamentscheidung. Aber ja, nicht das beste Spiel für Impact momentan. Der geht auch auf den Tanky Fist. Also man sieht es mit dem Glanz und Barmis Glutstein. Hätte auch sonst zu wenig Frontline in dem Spiel. Wie gesagt, der geht. Also Fist ist trotzdem viable durch den prozentualen Schaden, den er halt macht. So, da schon jetzt Base. Eigentlich jetzt der perfekte Zeitpunkt auch für Fizz den Turm anzugehen. Weiß natürlich nicht, wo Smitty ist, aber das sollte ihm egal sein. Er ist als Fizz halt mobil genug. Wird aber nicht reichen, den Turm zu bekommen. Also man sieht's ja. Er klärt hier noch die Vasallen. Nimmt halt mit, was er kriegen kann. Versucht da schon möglichst viel da zu denyen. Aber für den Turm reicht's nicht. Dafür hat er noch zu viel Leben. Trotzdem ein sehr langsames Spiel. Vergleich jetzt kommt Tempo, die Ultimate, Jensen. Smoothie nochmal mit der Welle, hält die noch lange am Leben. Der kann die Ultimate nehmen. Der lebt immer noch. Der lebt immer noch. Jetzt in der Air und dann nochmal die Fizz Ultimate. Double Kill für Sneaky. Und was hat denn Cloud9 für gute Supporter, bitte sehr? Was sind das für Monster? Smoothie, genau richtig, rettet hier Jensen komplett den Arsch. Wow. Einfach nur wow. Das müssen wir nochmal sehen in der Wiederholung. Und dadurch konnte Jensen halt nochmal unglaublich viel Burst raushauen. Das darf man niemals unterschätzen, was ein Victor da an Burst Schaden hat. Den hat man tot gesehen. Der wäre... Wow. Vor allem Sneaky auch nochmal den Doppelkill. Das hätte hier... Oh, das ist so bitter für CG, weil eigentlich war das ein todsicherer Gank und ein guter Gank.
Ja, und jetzt holt man sich den guten Wolkendrachen. Ja, die ganze Zeit ignoriert. Ist auch nicht der wertvollste. Eben im Chat noch gelesen. Ja, aber wenn man den dann. Warum holt man den dann trotzdem nicht? Kann ja kein neuer kommen. Kommen wir gleich dazu. Hier. Kragas Fass, die Sonne Ultimate nicht perfekt geteilt, aber dann diese Nami-Welle und natürlich mit dem Heal zusammen. Das ist einfach absolut Weltklasse. Auch Sneaky ist natürlich mit dabei. Auch er hat seinen Heal gezogen. Das sollte man nicht unter den Tisch fallen lassen. Wow. Aber ja, warum holt man dann nicht den Erdrachen? Kann ja kein neuer kommen, wenn man den nicht holt. Naja, das ist halt immer auch so eine Risikoabwägung, wann man auf den Drachen gehen kann. Grundsätzlich, wenn du die Botlane gewinnst, kannst du den Drachen holen. So, ganz einfach. Aber man hat jetzt lange Zeit ein ausgeglichenes Spiel gesehen. Deswegen gab es halt die Möglichkeit nicht. Und dann ist das Risiko natürlich, wenn man auf den Drachen geht, schon größer, weil man in der Regel was für abgibt, weil das gegnerische Team bleibt nicht untätig. Jetzt der Bait, Meteos mit dabei, Smoothie ist auch zur Stelle und Darshan ist halt drauf reingefallen. Auch wenn Smithy kommt, die Welle war jetzt nicht ganz so gut, dafür aber die Bubble Hui unterwegs. Muss natürlich Smoothie aufpassen, aber der weiß, Jensen ist ebenfalls mit von der Partie. Und räumt auf. Cloud9, bockstark hier. Und der Punkt ist, wie gesagt, Risikoabwägung. Normalerweise kriegt das Gegnerteam was auch. Und da ist in den meisten Fällen der Wolkendrache halt das Risiko nicht wert. Vor allem muss das nicht immer was Gutes sein für dich. Wenn du hinten bist, bist du froh, wenn der Wolkendrache kommt, weil dann das Gegnerteam nicht die Chance hat, einen stärkeren Drachen zu bekommen. Eigentlich logisch. Ja, und jetzt ist das passiert, was hätte nicht passieren dürfen. Jetzt hast du den Fizz mit 2 Kills, jetzt hast du das Team mehr oder weniger am Snowballen. Hier, lange gebaitet, Impact. Und hier hätte Darshan eigentlich, na gut, hier noch nicht. Na, mit der Ultimate. Na, selber auch gezogen und da hätte eigentlich stutzig werden müssen. Dass Impact jetzt so in den Trade reingeht. Ja, er kämpft trotzdem weiter, aber wie gesagt, das war... Der hätte sich schon wundern müssen eigentlich. Meteos und Smoothie sind eher da als Smitty. Räumen hier auf und ja, Hui geht dann nicht weiter rein, weil er wusste, okay, ich hätte vielleicht Smoothie bekommen können, aber ja, der hätte wahrscheinlich noch Flash gehabt, plus Jensen wäre da gewesen und der hätte ihn dann geholt. Und das wäre es nicht wert gewesen, Midlane gegen Supporter zu tauschen. Von der richtigen Entscheidung, da nicht weiter in den Kampf einzusteigen. Da der Kampf eh verloren war. Und jetzt ist die Situation fast 5000 Gold vorne in der 20. Minute. 21. Minute jetzt. Baron ist da. Sehr unangenehme Situation für Cloud9, weil der Goldvorteil natürlich jetzt schon sehr wuchtig ist. Und vor allem ist die Killverteilung sehr, sehr gut. Ja, denn du hast auf den Carry-Champions deine Kills. Selber bei CLG ist es halt lediglich Smitty, der Gold durch einen Kill bekommen hat. Dass man mal dieses globale Kill-Gold da außer Acht und einen Assist. Ah, hier. Direkt in Flash von Smoothie, lässt da nichts anbrennen. Richtige Entscheidung, auch Smitty ist geflasht. So, aber jetzt, Kragas Fass für Disengage, Nami-Welle, ganz knapp nicht getroffen. Wow, was ein Sidestep hier von Smitty. Auf der anderen Seite allerdings, Hui, wow. Die Ultimate nochmal von Aphromo bekommen hier. Jensen allerdings geflasht, Hui geflasht. Aber man sieht schon, Cloud9 macht Dampf. Und das können sie auch. Gehen jetzt diesen Turm an mit einer Caitlyn. Sehr, sehr schön. Das Ganze, man versucht jetzt TP-Plays. Hui hat die Ultimate ready. Von hinten will er natürlich rein. Schwindet Sneaky. Kann man den noch leben halten? Sneaky noch lebt er. Da ist der Geschichte. Starkes TP-Play hier. Da kann auch Smoothie nichts machen. Ist halt kein Soraka. Weiter geht's gegen Meteos. Der versucht zu entkommen. Jensen weiß. Gravitationsfalle. Mehr kann ich dir da nicht geben, Junge. Und er hat den Tunnel aber noch und kommt damit weg. Vorteil einer Rek'Sai. Ja, und dann eiskalt nochmal die Crux.
Hier starkes TP-Play von Hui, was dazu führt, dass man Sneaky bekommen hat und daraufhin auch den Turm. Jetzt will man noch mehr, man will den Tier-2-Turm. Und da sieht man, was ein AD Carry Catch hier alles ausmachen kann. Silence Field und dadurch ist Impact nicht in der Lage, sofort da rauszugehen. Frisst halt ein bisschen Schaden, hat aber inzwischen schon einiges an Tankiness. Sneaky noch nicht beim Team. Und trotzdem kann man hier die Lane zurückpushen, was wichtig ist. Na gut, den Blue-Buff, das ist seiner. Sieht so, als könnte ein Fizz nicht auch was damit anfangen. 6 Stacks auch auf dem dunklen Siegel. Spielt natürlich ein bisschen AP noch rein. Sagt es immer, gerade auf dem Snowball-Champ ist so ein dunkles Siegel sehr, sehr gut. Vor allem auf der Top-Lane, wenn es dann nochmal synergiert mit dem verderbten Trank. Snowball-AP-Champion wohlgemerkt. Ja, nächster Luftdrache. Jetzt können sie noch schneller laufen. Ja, wie kommt man da zurück und wie sieht es überhaupt aus? Ich muss sagen, im Late Game ist eigentlich auch Cloud9 besser aufgestellt. Gerade da mit der Caitlyn und dem Viktor. Die Sandra fällt Late Game technisch eher ein bisschen ab. Ein Fizz natürlich auch sehr, sehr stark im Late. Wobei man sagen muss, auch Trundle ist das. Nichtsdestotrotz. Auch eine Soraka ist im Late Game nicht das Monster. Na, da du dann doch eher so ein sehr squishy Target bist, aber es gilt für Nami ebenso. Nichtsdestotrotz hier mit dabei. Hui sollte da nicht entkommen. Kriegt nochmal Zeit raus. Zeit, in der Trundle gerade pusht, aber hey, mehr geht nicht. Wie kann man diese Zeit sinnvoll nutzen? Impact rausbekommen. Jensen jetzt alleine, wenn man versucht, ihn zu catchen mit der Falle. Die ist zwar gut gestellt, aber es reicht nicht. Meteors hinterher. Trotz Läutung. Oh, will da nochmal mit Flash hinterher. Will wirklich nochmal, denn von hinten kommt Impact. Der ist dran an Aflomo. Nami-Welle. Die trifft nicht. Der Kampf doch nicht vorbei. Impact muss rausflashen. Da ist schon Aflomo. Beide low. Aflomo wartet darauf, abgeholt zu werden. Impact. Wie offensiv geht der denn rein? Der lebt immer noch. Der lebt immer noch. Und Sneaky, jetzt kann er durchkassieren. Hier. Aber Sticksave bekommt ihn. Und die beiden, die eigentlich so super low sind, die laufen jetzt um ihr Leben und entkommen. Und da haben nochmal einen 2 gegen 2 Tausch geworden. Wow! Das war knapp. Und tendenziell auch ein bisschen besser für CLG. Hier nochmal die Situation. Dashen macht in der Phase nicht genug Schaden, um Aflomo zu bekommen. Die Nami-Welle auch hier nicht ganz perfekt gesetzt. Flash dann raus. So, Aflomo und Dashen beide extrem low. Impact bisschen zu offensiv, aber baitet damit Smitty rein, sodass Sneaky ihn bekommen kann. Und jetzt kriegt Stixe ihn halt nochmal. Hätte Sneaky das überlebt, dann wäre es besser gewesen. Und ich weiß nicht, ob er Heal up hatte. Wenn ja, dann war es natürlich ein Fehler, hier Heal nicht zu benutzen. Weil dann hätte er einen Trade gewonnen. Aber ich glaube, er hatte ihn ab. Vorteil natürlich trotzdem noch bei Cloud9. Nächster Drache ist nochmal so ein Meerdrache. Schau nicht, wie nicht Bergdrachen heute. Für Impact natürlich klasse, dass er nicht gestorben ist. So konnte er die Stacks hier auf dem dunklen Siegel noch behalten.
Aber CG konnte den Goldvorsprung etwas verringern. Frage ist natürlich, wie es da jetzt weitergeht. Vorrangig konnten sie es aber auch durch die Türme verringern, was der entscheidende Punkt ist. So, und jetzt sucht man hier den Kampf. Smoothie in keiner guten Position, nimmt eine ganze Menge Schaden. Sie Ultimate schon mal raus. Jetzt die Nami-Welle. Offensiv eingesetzt. Impact ist schon mal drin und Sixer ist schon low. Trotzdem, Hui hat noch Ulti. Das ist gefährlich. Meteos geht rein. Will man da den Kampf? Die Antwort ist ja. Aber nicht um jeden Preis. Stattdessen jetzt, man dreht auf dem Midlane-Turm. Gute Entscheidung hier. Und will ihn unter Druck setzen. Die Kralle, da musst du immer vorsichtig sein. Da kann jederzeit eine Sandra kommen. Man hat Impact isoliert. Aber nicht die Möglichkeit, ihn da jetzt zu erhaschen. Es ist gerade so ein Hin und Her, so ein wirklicher Tanz. Einfach um die Türme, um die Objekte. Und wer den besten Engage hinbekommt. Schöner Pillar, der separiert das Team hier nochmal. Dadurch sehr weit auseinandergezogen. Schwierig jetzt dann da wirklich in den Kampf zu gehen. Meteos versucht natürlich von hinten auf die Backline zu kommen. Und dann will man mit dem Burst durch. Und dann kommt der Burst. Hui muss sich selber ulten. Victor Ultimate noch nicht raus. Nix hat immer bekommen, aber Hui ist Geschichte. Sneaky mit den Kills. Smitty ganz stark da rein mit dem Bauchhammer. Double Kill für Sixey. Sneaky allerdings noch mit dabei. Der will ihn. Und der kriegt ihn. Double Kill auch hier. Sneaky immer noch am Leben. Starkes Positioning. Dashen durch den Turm mit. Allerdings down. 3:3 der Abtausch. Wie knapp ist das denn? Und Sixey stirbt mit dem Heal. Und man sieht CG alles andere als abgeschrieben hier. Vor allem Zwitty hier, unglaublich stark in dem Fight. Bitte gleich mal drauf achten. Zunächst allerdings, Meteos und Impact wollen in den Engage rein. Kriegen ja auch den Knock-Up hin, Gravitationsfall. Aber das Gragas-Fass hier erstmal schon mal ganz, ganz wichtig. Win oder Ultimate? Victor Ultimate mit rein. Und jetzt drei Mann hier getroffen. Der Pillar sofort hinterher. Sneaky bringt sich in eine gute Position. Flash dann, um Stixel zu bekommen. Der stirbt mit Heal ab. Sneaky kann sich nochmal neu positionieren. Und Dashen geht drauf, bekommt ihn. Sneaky war quasi eh schon Geschichte. Mit dem Turm-Shot reicht's aber, dass er dann auch stirbt. Und damit war es ein 3:3-Tausch. Starke Leistung von Smitty. Muss man mal so einfach loben. Jetzt ist der Meerdrache live. Generell Cloud9 durch die zusätzlichen Drachen im Vorteil, wenn es zum Ahnendrachen geht, weil der Damage Overtime dann stärker wird. Das Lauftempo dürften sie kaum merken. Ah, jetzt geht Smitty rein auf Smoothie. Der ist sofort Geschichte, kriegt die Welle noch raus, aber das war alles andere als gut. Victor Ultimate, schlechte Position hier. Schlechte Position. Und das ist der Drache für CLG. Die räumen jetzt auf. Sneaky lebt noch. Double Kill für Sixey. Man geht hier nicht auf Aphromut. Jetzt versucht Zoe rein. Der ist jetzt beim Team im Gegensatz zu Impact. Der hat auch kein Teleport mehr. Warum da kämpfen, Cloud9? Und das möchte ich nochmal sehen. Impact, ich glaube, er wollte TP'en, wurde aber abgebrochen. Er war im Duell auch mit Hui. Das möchte ich gerade nochmal in der Wiederholung sehen. Aber natürlich auch unvorteilhaft von der Position, weil man da im Pit war. Smoothie stand ebenfalls auch zu weit vorne. So, Impact will jetzt verhindern, dass der Baron genommen wird. Muss er auch. Geht rein, geht raus. Sneaky steht da. Auch er will den Baron nur verhindern. Mehr will man nicht. Vielleicht noch eine Aphromo holen. Vielleicht ist das aber auch einfach zu viel. Gezwungen, den Flash zu ziehen. Aber Baron verhindert und das war wichtig. Hier nochmal die Situation. Also hier, erste Engage auf Smoothie. Er ist da quasi chancenlos. Und dann haben sie eine 3-gegen-4-Situation. Auf der Top-Lane
haben wir Fizz. Der hat sein TP inzwischen auf Cooldown, während Lissandra halt noch dazukommt. Jetzt mit dem TP rein. Ja, also da hätten sie halt niemals fighten dürfen. Das war eine ganz, ganz schlechte Situation, ganz, ganz schlechte Position. Aber so muss es auch spielen. CG generell macht es gut mit ihrem doppelten TP, was sie haben. Schicken auch Lissandra immer wieder auf die Sidelane. So muss es spielen. Läuft bei dem, würde ich sagen. Nächster Drache ist natürlich der Ahnendrache, ist klar. Generell nicht so viele Drachen in diesem Spiel. Sneaky zwar 6 Kills, aber auch im Farm 60 hinten. Dürfte trotzdem nicht den größten Unterschied machen, wenn man jetzt eh bald Full-Item-Build hat. Zumindest auf der AD-Carry-Position. Weil natürlich 60 Farm schon eine ganze Menge ist. Hat im Prinzip auch schon seinen Lord Dominix fertig, im Gegensatz zu Sneaky. Wenn er nur einen letzten Atemzug hat. Dafür hat er noch ein vampirisches Zepter, was er wahrscheinlich auch zum Krummsäbel ausbauen wird, was Sinn ergibt. Ich meine, die haben Lissandra im Gegnerteam. Wundert mich, dass sie noch nicht nur ein bisschen eher gekommen ist, aber es liegt wahrscheinlich auch an den Nerf, der da einhergegangen ist für die Quecksilberschärfe. Der Goldvorteil eigentlich komplett irrelevant geworden. Für Cloud9. Also das war 5000 Gold in der 20. war deutlich wertvoller, als das jetzt der Fall ist. Ja, und da schon unbeeindruckt natürlich von Meteors. Geht hier einfach nur da auf den Turm zu pushen, aufgrund der Hydra. Allerdings mit dem Flächenschaden, sodass er davon ablassen muss, weil der Turm zurückfeuert. Was willst du machen? Impact gegen Darshan. Darshan ist so tanky, dem ist alles egal. Wie man sieht. Und vor allem gegen Tanks, also hast du diesen ewigen Kampf. Ihm geht es einfach nur darum, gerade mit der Hydra pusht er einfach extrem schnell die Lanes rein. Was auch seine Intention ist. Na, beide Teams scheuen natürlich jetzt den überstürzten Teamfight generell, aber hier jetzt eventuell eine Möglichkeit. Smitty schon viel Schaden, die Nami-Welle hier nicht wirklich gut. Hui allerdings bekommt Sneaky, der wird hier allerdings gut geschildet und man bekommt Hui raus. Stark gemacht da und jetzt geht's aber weiter. Jensen unglaublich offensiv hier, Aphromo und Stixxay, beide squishy Targets. Wow. Vor allem die Schilde da für Sneaky, unglaublich wichtig gewesen. Dann mit dem Nami-Heal noch. Und jetzt hat man die Überzahlsituation und will das Ganze ja ausnutzen in Richtung Baron. Den Schaden hat man. Impact allerdings kein Teleport. Während Darshan jetzt so Strom hat, ist er selber jetzt erst in der Base. Und man will hier nur den Kampf. Aphromo ist Geschichte und jetzt geht's weiter. Smitty Flash schon mal weg. Wird ja auch wegkommen. Aber damit weiter in die Überzahlsituation. Ahnendrache jetzt da. Was macht Darshan? Der prügelt auf den Baron ein. Man übernimmt sofort. Inzwischen auch Impact zur Stelle. Hui gleich wieder da. Allerdings kein Teleport. Trotzdem muss aufpassen. Immer noch gefährliche Situation. Debuff ist zur Stelle. Und Sebi im Teamfight natürlich sehr stark. Den will man haben. Mit der Nami-Welle weiter. Smitty raus. Und damit fehlt natürlich ein ganz wichtiger Punkt dieser Frontline.
Trotzdem kann man den Kampf nicht nehmen. Man ist zu low. Außer man kriegt die Leute hier die ganze Zeit einzeln aufgegabelt, wie zum Beispiel den Darshan. Und wenn der stirbt, dann hat man den Baron. Weil dann hat CLG keine Frontline mehr. Haben hier ein paar Kills bekommen, aber wenn ihr mal die Goldanzeige schaut, dann macht das kaum einen Unterschied. Sie haben nichts dafür noch holen können mit der Überzahlsituation. Auch wenn sie es gerade die ganze Zeit probieren. Axmitty in 6 Sekunden. Gibt also keinen, der hier Smite ziehen kann. Man kann nur versuchen, den Teamfighter zu nehmen. Und er hat natürlich den Baron sicher. Alles andere wäre ja auch NA. Muss aber sagen, NA hier als Region. Vor allem Cloud9 CG hier. Werden stark, werden oder wirken sehr souverän. Generell so ein Best of 3 tut der Region, glaube ich, auch sehr, sehr gut. Gott, Darshan wird so unsterblich sein jetzt mit dem Schutzengel noch. Aber der Baron Buff, der ist jetzt erstmal ein Keks, den du verdauen musst. Der liegt schwer im Magen. Ja, so ein richtig fetter Butterkeks mit viel Frittierfett noch. Ja, und 5 Tonnen Zucker. Ja, und so pusht man natürlich durch mit dem Baron Buff, so viel ist klar. Versucht jetzt möglichst viel aus diesem Baron zu ziehen an Vorteil. Was natürlich genau richtig ist. Hier 2 Turm weg. Und da kommt auch schon der Ping. Man will jetzt über die Sidelanes, über den Jungle, über die Sidelanes agieren. CG hatte die Lanes aber auch gut rausgepusht, sodass das natürlich ein Stück weit Zeit frisst. Generell, Impact hat einen Teleport und könnte theoretisch eigentlich auf die Top-Lane gehen oder hätte gehen können. Um auch diese Lane nach vorne zu pushen. Da hätte man die Varianz, aber man sieht, man will den Bahndrachen haben. Ah, oh, schön diese Caitlyn-Traps da auch immer. Wird auch direkt genutzt, Damage ausgeteilt. Vielleicht nochmal eine Nami-Welle gleich rein. Jawohl, genau so. Bekommen es. Nicht sauber gesmited, ist aber egal. Und Darshan stirbt tatsächlich, nur um nochmal zu sterben. Und das war jetzt, das war's jetzt. Mit dem Ahndrache, mit dem Baron Buff und 60 Sekunden ohne Darshan. Das sollten sie jetzt durchpushen. CLG muss jetzt alles in die Verteidigung legen. Das sind wirklich 45 Sekunden, die richtig wehtun. Ja, und das wissen wir natürlich auch. Teleport entsprechend möglichst offensiv ran in den Turm. CG weiß, das wird eine Monsteraufgabe. Allerdings schaut euch mal an mit den 2 Ken-Minions nochmal. Das wird sehr, 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 sehr schwer. Impact will da einfach mal alle beschäftigt halten. Gelingt ihm auch. Kriegt die Lissandra Ultimate. Warum holt die denn den Tank? Warum geht man da nicht anders vor? Victor Ultimate, Six Save, fast Geschichte. Fisch geht ins Leere. Turm fast Geschichte. Und jetzt muss man nochmal rein. Es versucht man Nami-Welle dagegen. Impact stirbt auch nicht. Dafür aber Afromo und Smitty. Darshan ist wieder da. Und jetzt will man aufräumen. Aber Double Kill für Sneaky Stixel. Da kommt der Crit. Und das war's auch für ihn. Das war's für CLG. Und das war's. Cloud9 hat das 2:0. Kein Stomp. Gar keine Frage, da CLG lange Zeit mitgehalten. Aber am Ende doch auf jeden Fall verdient. Stark gespielt. Also Cloud9 hat hier auf ganzer Linie überzeugt. Egal ob es mit Smoothie, egal ob mit Bunny Fufu. Wobei, ehrlich gesagt, Bunny Fufu hat mir noch ein bisschen besser gefallen, aber der war auch auf seinem Main. Der war auch mit Thresh jeden Hook am Treffen.
Ja, ganz, ganz stark. Von allen Beteiligten, als komplettes Team. Kleine Schwachstelle, wenn man sie denn ausmachen möchte, vielleicht ist Impact auf der Top-Lane. Hatte aber auch mit Darshan einen der besten NA-Top-Laner gegen sich. Insofern war das tendenziell schon keine leichte Aufgabe. Ha, da ist er happy as fuck. Ist das Cloud 9 Parfüm oder was? Was ist das? Das sah aus wie so ein Parfümflakon. Hat Cloud 9 jetzt was zur Hölle? Bringt der Incarnation jetzt einfach mal sein eigenes Parfüm raus oder was? So riechen Sieger oder was? Ja, muss man, wenn du auch schon immer riechen wolltest wie Jensen, dann kauf dir dieses Parfüm. Ja, ich meine, muss man ja einfach mal so sagen, so die ganzen Stars und Sternchen in Europa oder in der westlichen Welt, die bringen ja auch alle so Parfüms und alles raus. Ja, einfach mit Name lässt sich ja gut vermarkten. Jetzt, also ich meine, ganz im Ernst, das sah doch aus wie Parfüm, oder? Hat da jemand was anderes erkannt? Oder? Hat er gerade geschenkt bekommen? Keine Ahnung, kann auch sein. Ja? Ich meine, hey. Wobei, von so einem Fangirl hier, mein Parfüm, und dann mit dem Cloud9-Logo drauf noch nachbearbeitet, weißt du Bescheid. Und am Ende ist das ja, verhext oder so. Also ein Liebeszauber. Hier, nimm mein Parfüm. Neue Hoffnung. Voodoo oder so. Also wisst ihr Bescheid. Jensen bringt seine neue Parfümserie raus. Ne? Riechen wie ein Pro-Gamer. Ja. Weiß Bescheid. Cristiano Ronaldo auch seine eigene Parfümserie? Ich weiß es nicht. Okay. Cloud 9 Parfüm. Gibt es wirklich? Ich lasse euren Gedanken mal freien Lauf. Ihr könnt das Ganze gerne noch weiter spinnen auf Hashtag LCSGR. Oder auch auf dem anderen Stream, ja, wo Xio und Dentist natürlich alles geben. Entsprechend werde ich euch dort jetzt hinhosten. Ja. Viel Spaß mit Xio Dentist. Das war's auf diesem Stream. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Und wir sehen uns. Ja. Eigentlich seht ihr den nächsten Stream am Montag. Da ist ja schon wieder LCK. Ja, wieder sehr früh. Geht also wieder ab. Mich seht ihr wahrscheinlich am Donnerstag wieder. Mal schauen. Haut rein! Schlaft gut! Und schaut noch den anderen Stream. Und grüßt alle, ja? Parfümhafte Grüße. Schickt mal, nee, parfümierte. Parfümierte Grüße rüber an den anderen Stream. Damit die wissen, dass ihr da seid und von mir kommt. Bis dann.